Startschuss von Musikkommissär Peter Stubacher und die 58 hier, das ist die Adela Safarova hier mit dem besten Start. Schauen wir einfach mal das erste um die Kurve. Keschek ist schon vorne, die slowakische, dreifache slowakische Meisterin hier in Ova. So, jetzt geht's hier auf die Wiese hier, jetzt rutschiges Terrain, da heißt aufpassen, ist Schnee, Regen. Richtig schwierig. Und circa mehr, also toller Anfang für die dritte der österreichischen Staatsmeisterschaft, Weltmeisterin Lisa Pasteiner hat sie da gefordert, ist zweite geworden und Tim Silkemeier bei den Staatsmeisterschaften in Staubauer, der dritte Platz. A na rovince Zaloš, jo? To je ono. Poďme, 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 poďme! Und Silkemeier schon auf der 3, also die anfangsführende Dritte des Jahres, die Lisa Sittvor, jetzt zurück der Ball auf den vierten Platz. Also beim Anfangs... Hezky, pojď s nima, pojď s nima, pojď s nima. Also wenn sie fährt, dann in Rapa, in Kvenkovi, Rakova in der Slowakei, gab es ja auch einen Sieg von Stepkova. Lisonova, die hier mit dabei ist, dort Dritte. Und auch ein dritter Platz von Stefkova Keschek. Svetzo war dort siebte. In der Schweiz. Eine Minute 17. Adela Savarova bzw. Denisa Svekova. 1 Minute Rückstand auf die fünfköpfige Spitzengruppe. So, Spitze schon wieder hier am Sportgelände vorne. Die Startnummer 58. Adela Savarova. Ui, und jede Madlo, boah! Sturz von Janka Tschkeschek, Stefka, wer hat gesagt? Rutschiges Terrain. Erik, sag mal. Vorne von Safarova. Einen, Bot, hopp. Der dritte der tschechischen Meisterschaften. Silkemeier versucht jetzt dran zu bleiben. Keschek schon wieder, Janka Keschek schon wieder auf dem Rahmen, wie gesagt, sehr betrogen. Unten auf der Wiese ist es rutschig, da musst du jede Kurve hochkonzentriert fahren. Ein Sturz kostet hier immer wertvolle Zeit und vor allem auch Kraft und bringt dich etwas aus dem Rhythmus. Ja, das, was dann noch dazu kommt, hat sie jetzt wieder das Metalllicht müssen. Irgendwann ein Sturz kann ja auch das Schadwerk verbiegen. Haben wir gestern gesehen, Roman Wegscheider, der hat da gleich von der Schadlage abgerissen, musste dann laufen. Und ja, danke, da kommt jetzt wie geschafft gefahren vorne. Savarova versucht wegzukommen, Silkemeier knallt. Und jetzt hier die dreifache slowakische Meisterin und Silke, hopp auf Silke, dranbleiben. Silkemeier auf dem dritten Platz, fightet hier mit der dreifachen. Und die Silke kann dranbleiben an Stefkova. Also tolles Rennen von Silkemeier, da muss jetzt noch alles geben. Und vorne versucht die Juniorin von Adastra Sokol Veltez Team Magdalena Misonova sich hier abzusetzen. So, Spitze ist wieder da. Schaut gut aus hier für die Juniorin. Magdalena. Ja, die hat ja gestern im Budrezor gewonnen. Donat Herni. Alle drei slowakischen Rennen sind vorher für sich entschieden. Und Silke kann Druck machen. Silke gibt es die zweifache Mama. Silke Meier jetzt hier auf dem zweiten Platz. So, letztes Mal, máš náskok, bez chyby, náskok velký, 10 vteřin, 15. Užij si to. Kontrolle Kurve und Silke hat sich absetzen können. 10 Meter Vorsprung, bitte jetzt keinen Fehler mehr machen. Und die Siegerin, Gratulation hier an Magdalena Misonova. Wahnsinn, Juniorin aus Tschechien gewinnt hier den Kampf in das deutsche Team. Die wollen es doch wieder lassen. Unser Representant Czech Republic vom Adastra Sokol Veltez Team, der Winner Magdalena Misonova. Thank you.
jetzt hier oben Magdalena Misonova, Baujahr 2001. Und auch die erstjährige Juniorin fährt dann nächstes Jahr auf der Straße Juniorenlizenz. Starke Vorstellung hier der Tschechin.